Uiuiui, du Schlagina hast mich aber erschrocken. Mein Schwert hat sich verabschiedet. Ich kann mich halt jetzt mit dem, kann ich nicht enden. Fuck! Lol! Lol, lol, lol! Nein! Ach Gott! Das gibt's doch nicht, Mann! Ja, ich hab mein Inventar nicht geordnet. Hi, willkommen zu einer weiteren Folge Titan. Diese nehme ich jetzt nach der letzten direkt auf. Da war ich ja noch am Struggeln, aber ich werde die Falle jetzt bauen. Also das heißt, ihr werdet jetzt sehen, wie das Ganze funktioniert. Daher kann ich auch jetzt alles sagen. Sagt noch nichts, erst wenn es losgeht, bevor irgendwie ich unterbrochen werde durch irgendwas und dann doch die nicht bauen kann. Ich muss jetzt so schnell wie möglich zum Spawn, weil es wäre schlecht, wenn ich das jetzt nicht in den 15 Minuten schaffe. Dann ist es halt so, aber würde mir nicht gefallen. So, das ist schon mal... Ich muss auf jeden Fall, dass die Koordinaten... Ja, ich muss in die komplett andere Richtung. Dann haben wir jetzt hier die hier. Ja, Essen ist ein bisschen kritisch auf jeden Fall. So, zack. Okay. Laufen soweit richtig. Ja, zack. Ich sag's gleich. Alles. Ich denke, vielleicht sollten schon einige von euch wissen. Auf jeden Fall keine unbekannte Falle. Aber, kleiner Funfact hier. Wissen vielleicht viele nicht, aber ich habe früher Redstone-Maps gebaut und Redstone-Tutorials gemacht. Also ich bin nicht so unbegabt. Ab dem Moment, wo Com-Blöcke rauskamen, war für mich der Reiz vorbei. Weil ich diese einzelne Mechanik gut fand. Und das Com-Blöcke sind einfach so einzelne Commands etc. ist natürlich auch sehr cool und noch komplizierter eigentlich. Von dem her, no effects. Aber es war halt für mich nicht mehr ein Reiz. Da gab es aber auch einige. Ich habe früher auch mit Leuten da gequatscht, die auch Redstone-Maps gemacht haben. Und die ebenfalls aufgehört haben und manche haben dadurch ihre Begeisterung dafür gefunden. Von dem her, dass es was komplett individuell ist. So, keine Zeit verlieren. So schnell wie möglich in die Mitte. Weil, ja, in der Mitte wird die Falle gebaut. Ach, ein Item habe ich vergessen tatsächlich. Was ich mir hätte noch craften müssen. Können wir aber ein andermal nachholen. So, Na, okay. Das mit dem Essen ist echt unglaublich anstrengend. Also... echt ein bisschen nervig. Ich habe jetzt schon wieder auch nur 3 Stück, aber ich habe, glaube ich, noch ein rohes. Wow. Gut, gleich muss ich auch nicht mehr rennen. Okay, erstmal brauche ich eine gute Stelle für das Ganze. Ich habe mir aber eigentlich eine überlegt. Muss ich ihn nur finden. Ich renne einmal im Kreis kurz. Nee, im Kreis rennen ist... Ach so, nicht. Ich gehe einfach in die Mitte direkt. So. Ja, die hier wird sein. Da brennt es. Wahrscheinlich noch mein FNS, das kann gut sein. Okay. Ja, das ist hier die Stelle. Hier wird die Falle losgehen. Peu à peu fangen wir an. Nein. Okay, Freaks joined the game. Ja gut, wenn die kommen, dann würde ich die sogar fighten. Jetzt muss ich halt aufpassen. Das ist natürlich super minus, wenn ich hier am... in Ruhe am Bauen bin. Wenn ich dann gestört werde. So, das bauen wir erstmal ab. Okay. Runter geht's. Ich brauche die Blöcke eigentlich. Ich muss nochmal mein Inventar entsorgen. Das ist ja scheußlich. Das packen wir weg. Das ist dann egal. Die Torch brauchen wir definitiv auch nicht. Die Emeralds brauchen wir auch nicht. Sind auch Quatsch. Das Backpack. Hallo. Da können wir auch noch was wegschmeißen wahrscheinlich. Das String hätte ich dazu machen können. Wäre intelligenter gewesen. Ja, das Lapis kann weg. Wieso brauche ich so viel Lapis? Im Endeffekt würde sogar ein Stick reichen. Das kann weg. Und dann packen wir Heul da rein. Machen wir erstmal den Heulball. Keine Ahnung. Okay, weil ich möchte die Blöcke hier einsammeln, muss ich es ja wieder zubauen. Okay, gut. Ich baue die Falle. Wir bauen, ihr kennt sie wahrscheinlich. Das ist die Falle, die MC Expert in Varo 1, glaube ich, war es oder 2. Ich weiß es gerade nicht. Genutzt hat. Heißt jetzt nicht, dass ich mir super mega abgeguckt habe, sondern ich kannte die selber schon vorher und von dem her, aber die ist einfach super effektiv. Ich weiß gar nicht, auch wie er die gebaut hat. Kann jetzt gut sein, dass ich die anders baue ein bisschen. Der Trick dabei ist, dass ich jetzt einen Block-Update-Detektor baue. Das heißt, dass wenn ich einen Dirt-Block, den werde ich dort platzieren mit einer Hoe, also bearbeite, dann aktiviert sich die Falle. Das ist das ganze Trick dabei. Deswegen habe ich ein Item vergessen, nämlich, jo, so. Okay, das kann man schon mal wieder wegmachen. So und so. Ne. Oh, ein bisschen mehr Platz.
Okay, so. Dann brauchen wir den hier. Dann benötigen wir das hier. So, so. Zurück. Dann kommt hier die Redstone-Fackel hin. Redstone, okay. Damit ist der Block-Update schon fertig. Mache ich hier so direkt so ein Mini-Tutorial draus. Ich habe echt Schiss, dass die hier auftauchen. Aber gut. Uiuiui, die Schlawiner hat mich aber erschrocken. Mein Schwert hat sich verabschiedet. Kämpfe ich halt jetzt mit dem, kann ich nicht enden. Fuck! Lol! Lol, lol, lol! Nein! Ach Gott! Das gibt's doch nicht, Mann! Ja, ich habe mein Inventar nicht geordnet. Ich kann meinen Redstone jetzt nicht wegschmeißen. Ich würde gerne. Ich fighte die, wenn die wollen, aber ich muss mein Inventar schnell sortieren. Ja, so. Oh Gott! Ich hätte doch jetzt nicht. Okay. Nee, das kann nicht. Das wird minus enden. Das wird minus enden. Ich mach's ganz kurz anders. Ich werde jetzt nicht abhauen. Aber ich brauche ganz kurz die Zeit. Okay, gut. Dann können wir jetzt loslegen. Bis dich. Na, ich werde jetzt nicht die ganze Zeit FNS. Na. Ich muss auf jeden Fall einfokussen, wenn es geht. Na, ich krieg die gerade nicht. Ich krieg die nicht gated. Boah. Wenn zwei Menschen auf einen draufkloppen, man kommt nicht in die Range. Das ist ja scheußlich. Ich habe auch gerade kleine FPS-Einbrüche, das ist ein bisschen blöd. Na, ich wollte eigentlich, ich sollte Freaks fokussen oder irgendeinen fokussen explizit. Bin mega am Zittern schon wieder kämpfen. Titan sind ja scheußlich. Also was heißt scheußlich? Die sind mega spannend, aber die sind nervenaufreibend, das Doom. Na komm. Na. Bin out of Goldäpfel gleich. Oder eher gesagt jetzt. Die brennen gar nicht, aber nur kurz. Wegen der Feuerrüstung wahrscheinlich. Nee, ich krieg die nicht down. Ich krieg die zum Verrecken nicht down. Na, ich muss was essen auf jeden Fall. Ich bin gleich down, ich bin gleich down. Mann! Oh, ich hätte jetzt nicht aufnehmen sollen. Das war echt ein großer Fehler. Hätte ich in Ruhe abends machen sollen. Ich würde am liebsten einfach abhauen und die Falle bauen, aber das ist kacke, weil ich bin da jetzt schon einmal abgehauen. Das ist so, ich möchte jetzt nicht langweilig sein auch, aber macht halt so meinen kleinen Plan kaputt halt. Das ist halt so ein bisschen schade. Ich renne mal nochmal zur Lava. Ich habe keinen sonst, der ist abgefallen. Ich habe kein Essen mehr auch, das ist so kacke, ich bin echt nicht eingestellt auf den Kampf oder vorbereitet. Ich muss einen. Lava wird auf jeden Fall den Damage machen. Wo ist denn die Lava hin? Haben sie die entfernt? Das kann auch gut sein. Habe ich gar kein Essen mehr. Ich bin komplett out of food. Ah, ich bin gleich down, ich bin gleich down, ich bin gleich down. Ah, ich bin down. Oder? Ich lebe noch, ich lebe noch. Ich bin gleich down, ich bin gleich down. Da werde ich nichts gegen tun können. Schade, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Titan, das kann ich jetzt schon mal sagen. Oh, fuck. Ja. Scheiße. Aber gut, ich hätte natürlich mit der Enderperle abhauen können. Hätte ich auch vielleicht machen sollen, aber ja, hätte ich machen sollen. Dann egal gewesen, wenn ich da abgehauen wäre, aber gut. Ich find's traurig, bin sehr schade. Ich hatte da meinen Plan, aber naja, hat nicht geklappt. Das war's mit Titan, auch von meiner Seite aus. Jetzt sehr plötzliches Ende. Das hat es mir anders vorgestellt. Lasst ein abschließendes Like da und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Projekt wieder. Tschüss!